Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle Remastered. Wir schauen uns jetzt mal weiter mit Laverne um und gehen mal hier hinten lang. Okay, was ist das denn hier? Ah, was kriegen wir denn da? Ein Essensgutschein. Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Oh. Bänder. Ah. Das ist schön. Okay, also das sind die Preise. Dann findet hier oben wahrscheinlich der Menschenwettbewerb statt. Wie kriegen wir unser Tentakel schöner? Scheinbar muss das Haar ja irgendwie besonders hoch gesteckt sein oder irgendwie sowas. Hier hatten wir nichts mehr, ne? Gucken wir uns das mal an. Dekorativ. Ja, sie ist auch so ausdrucksvoll. Sieht bequem aus. Ja, alles klar. Dann war der hier drin, ne? Was können wir mit der Mumie machen? Haare. Wir haben ja nicht wirklich was. Wir können das mal da dran klatschen. Jetzt kannst du gehen. Vielleicht kriegen wir den mit den Rollschuhen da weg. Aber uns fehlen auf jeden Fall irgendwie Haare und Zähne und dieses und jenes. Uns fehlt viel. Was haben die anderen denn noch so? Spaghetti. Manchmal esse ich sie roh. Vielleicht können wir diese darüber geben. Und Bernhard hatte doch ein Buch, das sehr langweilig war. Das Pferd hier oben im Flur hat doch sehr schöne Zähne. Vielleicht können wir die irgendwie für die Mumie kriegen. Hm, das Design ist nicht schlecht, aber ich brauche wasserdichtes Material, wie Gusseisen oder so. Okay. Ah, der braucht noch Material. Wir sprechen mal mit ihm. Vielleicht haben wir ja was für ihn. Hi. Keine Zeit. Ich mache Geschichte. Gusseisen braucht er. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Wie wär's denn mit dem Laborkittel? Ich hab hier was für dich, Mister. Mister. Mister Superhirn? Gib schon her. Ja, so als Stoff für den Drachen. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Ah. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen. Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Spät am Tag. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Ja, ich glaube, da müssen wir die Batterie reinpacken in die Tasche, würde ich sagen, damit die geladen jetzt wird. Yippie! Sieh ihn dir an! Alles, was jetzt noch fehlt! Später am Tag. Also, was passierte, nachdem ich ohnmächtig wurde? Nun, nachdem der Blitz den Drachen getroffen hatte, stürzte er runter auf deinen Kopf. Der Blitz? Nein, der Drachen. Mist! Was meinst du, sollten wir machen?
Ich würde in mein Labor gehen und alles nochmal überdenken. Die Idee könnte von mir stammen. Ja. Toll. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder rein. Denn wir wollten ja mal bei dem Pferd gucken. Oh. Moment, da ist ein Brief im Briefkasten. Was steht denn da drauf? Was ist das denn? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Aha. Das könnte ja in der anderen Zeit gebraucht werden. Denn irgendwie müssen wir ja auch immer noch den Typen, der so down ist, in dem Zimmer 2, in dem mittleren hier, müssen wir ja auch noch auf Bernhards Seite rauskriegen. So an die Zähne kommen wir so mit Sicherheit nicht, aber vielleicht haben wir ja was, was einschläfernd wird. Wir geben erstmal den Brief an Bernhard. Und das Buch hier fand der Typ oben langweilig. Wir versuchen es einfach gleich mal. Aber, und ich hoffe, das ist okay, dass wir da so hin und her springen. Das ist, glaube ich, relativ normal bei dem Spiel. Wir gehen jetzt erstmal hoch und versuchen mal, ob denn dieses Schild uns jetzt da hilft, beziehungsweise der Brief. Ich armer. So. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Oh. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Und er ist weg. Cool. So, können wir die Tür schließen? Vielleicht ist dahinter ja noch was. Das kennen wir aus dem anderen Zimmer, aus dem Nebenzimmer. Da ist zwar was, aber das können wir nicht nehmen oder ansehen. Reste, schau mal an. Da wachsen ja schon Pilze drin. Telefon? Sogar 110 würde sich nicht um dieses Problem kümmern. Okay. Aber die Scherzpistole können wir mit Sicherheit gebrauchen. Ja, ich glaube schon, dass wir das öffnen. So. Dass wir das gebrauchen können, aber wir wechseln erstmal wieder zu Hoagie und versuchen das mal mit dem Buch. Bitte lass es funktionieren. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Tatsache, das Pferd schläft. Ein Pferd ist ein Pferd ist ein Pferd. Dann nehmen wir uns das mal mit. Das sieht doch sehr schön aus. Wir versuchen es mal bei Lavin. Und eigentlich können wir dann auch, glaube ich, erstmal wieder zu ihr rüber wechseln. So, gucken wir mal. Die Nudeln mit der Mumie. Ich würde ja, aber wer schaut dabei zu? Okay, können wir das überhaupt hier schon anbringen? Das würde gut aussehen, aber warum sollte ich das machen? Na gut, dann hauen wir die mal. Vielleicht, naja. Okay. Warum ist der... Ah, da ist er. Ja, das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Na, schön. Okay. Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Dann schauen wir mal, dass wir die Mumie soweit etwas verzieren. Also, das als Haare. Oh. Die müssen wir irgendwie noch schöner machen. Auch nicht schlecht. Wie können wir die Haare schöner machen? Was haben die anderen noch dabei? Eine Gabel. Damit geht das mit Sicherheit.
So, das mit der Mumie. Ja, sehr schön. So, wie starten wir das? Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Wahnsinn! Tolles Haar für eine einfache Mumie. Ja, sie hat etwas Fleischhaftes. Aber hat sie auch Sterne und Blitze? Nein, ja. Harold ist immer noch besser. Verdammt. Aber wenn Harold, sagen wir mal, tot umfallen würde, bekäme die Mumie den ersten Platz. Einverstanden. Okay, wann wird endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Vielleicht geht das ja schon mal. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Also Harold müssen wir fürs Haar auf jeden Fall wegkriegen. Was ist mit den anderen? Der Ruhige da, mit dem Verband, hat das größte Lächeln, das ich je gesehen habe. Aber die Zähne sind nicht so weiß wie die von Harold. Stimmt. Das ist kein Vergleich. Harold. Aber wir sollten der Mumie den zweiten Preis geben für das längste Grinsen. Meinetwegen. Harold. Wir müssen Harold loswerden. Ja gut, lachen kann sie ja noch nicht. Macht weiter so, Jungs. Gute Arbeit. Aber wir haben doch gerade eben den Lachsensor oder dieses Lachding gekriegt. Den hier, den Lachkasten. Den gehen wir mal rüber. Und wenn Harold tot umfallen würde, was wäre denn, wenn es dem übel würde, wo ich hier gerade die Plastikkotze sehe? Wir versuchen mal, ob wir das hinkriegen. So, Moment. Wir geben den Lachkasten dort rein. Ah, sehr schön. Und wir nehmen die Plastikkotze vor Harold. Oh, Harold, das ist toll. Ah. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ups. Also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut, bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regeln. Oh. Du bist raus. Was für eine Schweinerei. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Na gut, so viel sauber machen musste er da nicht. Okay, ich glaube, dann könnten wir gewinnen. Auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wofür wir das brauchen. Aber das schauen wir dann mal. Okay. Dann bewerten wir nochmal. Schaut euch nochmal die Haare an. Huhu, schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Yay. Also, Punkt 1 für uns. Dann da die Zähne. Wie wär's, wenn ihr euch die Zähne nochmal anseht? Ach, schon gut. Lustig, wie die da so rüber trappeln, trippeln. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen.
Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Yay! Einverstanden. Okay, und das schönste Lachen. Das kriegen wir hier. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Ich wette, unser schöner Lachkasten macht das schönste Lachen. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Ha. 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 Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Yay! Glückwunsch! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Jo, unsere Arbeit hier ist getan. Übrigens, sehr interessant, dass der Witz, der in den Subtitles stand, ein anderer ist als der Witz, den sie erzählt haben. Aber gut. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. Ja, schön, dass... Ted war doch rot, als wir den hatten. Egal. Also das ist nicht ganz richtig. So, wir haben jetzt einen Essensgutschein und eine Trophäe. Oh. Okay, sie sagt immer noch nicht sehr viel mehr dazu. Wofür auch immer wir das denn jetzt brauchen. Aber wir haben's. Dann schauen wir uns mal weiter um. Wir würden immer noch gerne dort runter. Aber ich glaube, da sind wir noch keine Möglichkeit für. Wir könnten uns ja mal als Tentakel mit ihm unterhalten, oder? Hey, Süße. Oh. Was bringt so ein heißes Tentakel-Babe wie dich an einen Ort wie diesen? Ich bin hier, um dich zu sehen. Erkennst du mich nicht? Ich suche nach einem Tier. Ich habe mich verlaufen. Na, natürlich sagen wir das. Wir wollen nicht mehr schmeicheln. Ich bin hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakel-Club? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Erkennst du mich nicht? Erkennst du mich nicht? Nein, ich... Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakel-Club? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße, du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar. Ungehorsam. Ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Okay, der liebt den Tentakel. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Vielleicht können wir ihm den geben und er geht. Versuchen wir's mal. Super, Abendessen für zwei im Tentakel-Club. Das muss ich meiner Frau sagen. Und ich dachte, wir gehen da zusammen hin. Naja, dann können wir jetzt den Schalter umlegen. Ihr seid frei. Frei für was? Frei, um wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache. Ich sagte, ihr seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden?
Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Aha. Oh, nun schreite ich aus dieser Tür raus in die Freiheit, für die meine Vorväter gekämpft haben. Gib auf! Stinktiere hassen sie also. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen, Nerven aus Stahl, Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Schlechte Sache, aber wir haben die 20 Minuten überschritten. Beim nächsten Mal gucken wir mal draußen, ob wir vielleicht ein Stinktier auftreiben können. Ja, und wenn euch das interessiert, hoffe ich, dass ihr wieder reinschaut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Day of the Tentacle Remastered. Bis dahin, tschüss!